Heute machen wir eine Akupressurmassage, die gegen Falten hilft und das Gesicht straffer macht. Und ich zeige euch auch ein paar Punkte am Körper, die für das Gesicht enorm wichtig sind und die ihr nebenbei im Alltag massieren könnt. Ich bin Christina Schmid, die Autorin von SheStart Botox und natürliches Facelifting. Und hier geht es um gesunde Wege zur natürlichen Schönheit. Und wir machen hier auch immer ein Gewinnspiel und heute können drei von euch, passend zum Thema, einen Akupressurroller gewinnen. Akupressur kann man sehr gut mit den Fingern machen, also keinen Stress, du brauchst jetzt einmal gar nichts. Ich weiß, dass viele von euch den Roller schon zu Hause haben und die Akupressur ist mit einem Stift einfach ein bisschen intensiver und effektiver. Und der Vorteil ist, dass man mit dem Roller auch den ganzen Meridian massieren kann. Auch das werde ich euch am Ende kurz zeigen. Unser Körper ist durchzogen von einem Netz aus Energiebahnen, auf denen die Akupunkturpunkte liegen. Sie sind sozusagen wie Lichtschalter, die die Energie in diese Meridian regulieren und diese Energie auch zu den entsprechenden Organen bringen. Wenn wir diese Punkte massieren, helfen wir, Blockaden in diese Meridian aufzulösen und wir helfen der Energie zum freien Fluss. Und nur wenn die Energie frei fließen kann, kann es dem betreffenden Bereich gut gehen und nur dann kann dieser Bereich gut aussehen. Und deswegen werden wir heute die Meridiane, also die Energiebahnen, stärken, die durchs Gesicht fließen und das Gesicht versorgen. Aber auch solche, die zwar nicht durchs Gesicht fließen, sich aber auf das Gesicht energetisch auswirken. Ich habe euch schon in diesem Video so eine Kurzversion einer Akupressurmassage gezeigt, die man quasi nebenbei beim Eincremen machen kann. Aber heute machen wir es richtig. Dieses Thema ist gerade jetzt wichtig, denn ich könnte mir gut vorstellen, dass durch das Tragen von Masken es hier einfach sehr leicht zu Blockaden kommt. Die Energie kommt nämlich von unten nach oben, die Meridiane verlaufen von unten nach oben und wenn sie hier abgewirkt wird, könnte ich mir vorstellen, dass hier Blockaden leichter entstehen. Aber Blockaden entstehen auch durch Stress, falsche Ernährung, Wind, zu viel Sonne und so weiter. Es gibt also keinen Menschen, der nicht irgendwelche Energieblockaden hat. Akupressur bringt die Energie wieder ins Fließen und besser fließende Energie bedeutet gleichzeitig besser zirkulierendes Blut und das bedeutet gleichzeitig ein besser genährtes Gesicht, eine besser genährte Haut. Außerdem entspannt Akupressur die darunterliegenden Muskeln und das ist vor allem im Gesicht sehr wichtig, weil es hier durch Verspannungen zu unschönen Falten kommt, aber die vor allem komplett unnötig sind. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Akupressurpunkte zu massieren. Ich rate dazu, nicht zu kreisen, sondern einfach nur fest drauf zu drücken und sich einfach mit voller Kraft auf die Punkte zu konzentrieren. Es gibt Vor- und Nachteile von Stift versus Finger. Der Vorteil von einem Stift ist, dass die Massage unvergleichbar intensiver wird und dadurch auch effektiver. Der Vorteil ist natürlich, dass du ganze Meridiane massieren kannst und wenn du noch andere Massagen machen willst, wie zum Beispiel Reflexmassagen im Gesicht, ist es schon eine gute Investition. Du kannst, wenn du jetzt den Roller nicht kaufen magst, auch eine Häkelnadel nehmen. Das ist eine sehr gute Alternative zum Massagestift. Der Vorteil von der Massage mit Fingern liegt wortwörtlich auf der Hand. Du hast sie immer dabei. Aber der große Vorteil ist, dass du parallel massieren kannst. Weil die meisten Punkte auf beiden Seiten liegen und dann bist du mit der Massage schneller durch. Benutze dazu den Mittelfinger, der hat einfach mehr Kraft als der Zeigefinger. Und mein persönlicher Ratschlag ist, die Massage im Sitzen zu machen, weil man doch mit einer gewissen Kraft dagegen drücken muss. Und wenn der Nacken sich die ganze Zeit anstrengen muss, weil man dagegen presst, wirkt das manchmal leicht unangenehm. Also ich persönlich finde es angenehmer im Sitzen, kann ich mich nach vorne beugen und kann das Gewicht des Kopfes arbeiten lassen. Mit der Zeit wirst du nämlich diese Punkte auch auswendig kennen und dann ist es eine gute Sache, wenn man zum Beispiel YouTube-Videos schaut, kann man die Massage nebenbei machen oder beim Lesen. Das ist dann ganz praktisch. Ich habe die Massage auf 7-8 Minuten reduziert, einfach auf die wichtigsten Punkte konzentriert und wir werden jeden Punkt eine halbe Minute lang massieren. Das ist nur eine Pi mal Daumen Empfehlung. Ich rate dir, diese Punkte auch mit ein bisschen Gefühl zu massieren und zu schauen, wenn du den Punkt lange genug hältst, hast du irgendwann das Gefühl, so weich ins Gewebe hineinzugleiten. Man hat irgendwann das Gefühl, dass da etwas nachlässt. Das ist eine viel schönere Massage, wenn man nach Gefühl massiert. Aber ich will auch nicht, dass dieses Video 30 Minuten dauert.
Und deswegen machen wir jeden Punkt einfach mal eine halbe Minute lang. Wir fangen mit den Körperpunkten an. Und der erste Punkt liegt, wenn man diesen Knochen und diesen Knochen anschaut, wo die zusammenkommen, liegt er hier. Und wir drücken ihn eine halbe Minute lang, das geht gut, mit dem Daumen. Und genau das hier ist so ein Punkt, der sich super dazu eignet, im Alltag zwischendurch stimuliert zu werden. Also gut draufdrücken und draufpressen. Dieser Punkt schickt Qi, also Energie, ins Gesicht. Der leitet die Energie ins Gesicht und stellt im Gesicht zusätzliche Energie zur Verfügung, für was auch immer für Prozesse dort gerade gebraucht werden. Ja, also auch für Reparaturprozesse. Wir machen den auf der anderen Seite auch. Außerdem ist es einer der Punkte, der ganz toll Gesichtsyoga ergänzt, weil er hilft, die Gesichtsmuskulatur anzuheben. Druck einfach fest drauf. Wie gesagt, wir massieren eine halbe Minute lang. Wenn du dann alleine massierst, kannst du gerne ein bisschen länger und so lange warten, bis du das Gefühl hast, dass hier etwas sanfter, weicher wird. Der nächste Punkt, den kann man gut finden, weil man den Knochen gut greifen kann und den Punkt dadurch gut finden kann. Du kannst ihn später auch beidseitig drücken. Wir machen jetzt einen nach dem anderen. Das ist ein Punkt, der die Wangen anhebt. Und da die Wangen ein zentraler Punkt im Gesicht sind, weil sie einiges an Gewicht halten müssen, ist er wichtig. Wenn die Wangen absinken, bilden sich Nasolabialfalten und Hängebäckchen. So, dann machen wir die andere Seite. Die Wangen kann man gut mit Gesichtsyoga aufbauen. Das lernst du in meinem Online-Kurs. Dort hast du ein alltagstaugliches Gesichtsyoga-Programm, das sich wirklich jeden Tag ausgeht, aber auch ein intensives, um schneller deine Ergebnisse zu bekommen. Und die chinesischen Gesichtsmassagen, die du dort lernst, wirken natürlich auch auf die Energieebene, so wie Akupressur, weil das einfach ganz wichtig ist. Das ist eine ganz wichtige Ergänzung. Niere 3, einen halben Finger hinter und unter dem inneren Knöchel. Ja, diesen Punkt kann man wirklich gut beidseitig machen. Ich gebe dir ein bisschen Zeit, um ihn zu finden. Und los geht's. Dieser Punkt ist wichtig, weil er Schwellungen mindert. Er stärkt einfach die Nieren und die Nieren sind wichtig, wenn es um das Thema Schwellungen geht. Die Nieren zu stärken ist immer eine gute Sache für die Gesundheit und fürs Aussehen. So, und der letzte Körperpunkt ist jetzt Leber 3. Auch der ist leicht zu finden. Dieser mildert Falten. Die Leber hat einen großen Einfluss auf die Falten. Und er entspannt so chronisch angespannte Muskeln, vor allem die Zornesfalten. Er soll sich sogar günstig auf Pigmentflecken auswirken, also ein ganz wichtiger Punkt fürs Gesicht. Jetzt kommen wir zum Gesicht und fangen an mit dem Punkt zwischen den Augenbrauen, mit dem sogenannten Yin-Tang, weil er das Gesicht entspannt, auch den Körper. Und das Gesicht dadurch halt ein bisschen softer macht, ja, so zugänglicher für diese sanfte Massage. Du kannst, wie gesagt, auch mit deinem Mittelfinger einfach draufdrücken, draufbleiben. Dann kommen wir zu einem Punkt, der unter dem Auge liegt, so am unteren Rand dieses Knochens. Und das ist jetzt ein Punkt, den man natürlich super parallel massieren kann. Ja? Das ist jetzt der Magenmeridian. Magenmilz sind extrem wichtig, wenn es darum geht, das Gesicht zu straffen. Auch wenn es zum Beispiel um Zellulite geht. Ja? Nicht nur die Haut im Gesicht, sondern überall, wo etwas hängt, hat meistens Magenmilz die Finger im Spiel. Und das ist sehr praktisch, dass der Magenmeridian durchs Gesicht verläuft und wir ihn auf die Weise gut behandeln können. Ich hoffe, ich habe die Finger
In der Mitte unter den Augen, ich sehe das Display nicht von hier aus, nicht wirklich gut. Okay, dieser Punkt hilft gegen Nasolabialfalten. Außerdem löst er den Stau im Nasennebenhöhlenbereich. Aber das ist bei allen diesen Punkten so. Ja, sie wirken sich absolut auch auf der gesundheitlichen Ebene aus. Das ist das, was ich am meisten mag, wenn Gesundheit und Schönheit Hand in Hand kommen. Festdrücken. Ein ganz wichtiger Punkt fürs Gesicht liegt hier zwischen Nase und Lippe. Er verbessert die Blutzirkulation und Energiezufluss zum Gesicht und zum Kopf, wirkt gegen Schwellungen, wirkt gegen blassen Teint. Was man gegen das winterliche Bleichgesicht noch machen kann, habe ich euch schon in diesem Video gezeigt. Wenn man so blass aussieht und krank aussieht mitten im Winter, kann man sich mit dem Tipp gut abhelfen. Und dieser Punkt hilft auch. Jetzt kommen wir zum Dickdarm 20, neben den Nasenflügeln. Dieser Punkt hebt die Wangen an und hilft gegen Nasolabialfalten. Auch hier nochmal der Hinweis auf Gesichtsyoga. Ohne Muskelaufbau kriegt man das Gesicht einfach nicht straff. Und diese Sache, diese Massage und Gesichtsyoga sind zwei Sachen, die sich so toll ergänzen. Gesichtsyoga baut die Muskeln auf und die Massagen bringen dann Energie und Kollagen und zusammen wirken sie einfach am effektivsten. Der nächste Punkt, Magen 4, neben den Mundwinkeln. Schon wieder der Magenmeridian. Da merkt ihr schon, wie wichtig der Magen ist. Auch dieser Punkt hebt die Wangen an und hilft gegen Nasolabialfalten. Aber das darf man nicht so eng sehen. Akupressur, natürlich ist am besten ruhig zu bleiben dabei. Akupressur macht so einen ganzheitlichen Verjüngungseffekt. Ich habe das erlebt, als ich für mein Buch Schi-Stadt Botox recherchiert habe und auf kosmetische Akupunktur gestoßen bin. Dieser Punkt entspannt den Nacken und strafft die Haut. Was will man mehr? Auf jeden Fall wollte ich euch erzählen, dass ich die kosmetische Akupunktur ausprobieren wollte. Man bekommt einfach Nadeln ins Gesicht gesetzt, eben auf die Punkte, die wir jetzt selber massieren, und hat davon so ein Mini-Lifting-Effekt. Normalerweise ist es eine ziemlich teure und langwierige Angelegenheit, wenn man mindestens 12 Sitzungen braucht und nach einer gewissen Zeit nochmal gehen muss. Ich wollte einfach nur den Effekt sehen, habe 2 Sitzungen gemacht, das hat bei mir genügt. Ah, da hat die Ärztin gemeint, wahrscheinlich weil ich die Schi-Stadt-Botox-Methoden mache, dass das Gesicht sowieso gut versorgt ist. Aber man hat einfach gesehen, dass da die Kraft aus dem Inneren kommt. Ja, das sieht nicht so gemacht aus wie diese anderen Sachen, die man so kennt, sondern man hat wirklich das Gefühl, man ist gerade so auf die Schnelle 5, 10 Jahre jünger geworden. Der nächste Punkt ist so am Anfang der Augenbrauen, Blase 2, der Blasenmeridian. Dieser Punkt reduziert die Anspannung im Stirnbereich und reduziert so Zornesfalten und Stirnfalten. Also den Effekt von der Akupunktur hat man natürlich nicht ewig, nach 3 Wochen war der Effekt weg. Aber man sieht, was man erreichen kann, wenn man der Energieebene regelmäßig Unterstützung bietet. Also Gesundheit und Energie und Schönheit sind einfach unzertrennlich. Gallenblase 1 hilft gegen Krähenfüße. Wobei auch hier, gerade im Augenbereich, ist Muskelarbeit wichtig. Man kann einfach die ehrliche Arbeit am Gesicht durch kein Botox ersetzen. Aber dieser Punkt hier ist sehr wichtig für den Augenbereich, gerade wenn es um die Cremefüße geht. Der letzte Punkt liegt quasi am höchsten Punkt des Kopfes. Du kannst auch von den Ohren so rauffahren. Und dieser Punkt holt noch einmal gut Energie in den Kopfbereich. Und mit dem schließen wir die Massage ab. Und damit hast du eine gut machbare
taugliche Massage, die deinem Gesicht hilft, einfach die Energie aufrechtzuerhalten und wie gesagt die Blockaden löst, die eventuell durchs Maskentragen, aber auch viele andere Dinge entstehen. Und fertig. Akupressur ist eine Massage, die eine gewisse Regelmäßigkeit braucht. Also erwarte dir nicht, dass du jetzt vom einmaligen Massieren ganz anders aussiehst als vorher. Wie gesagt, der Energiebereich braucht immer wieder einen Kick, damit die Energie wieder gut ins Fließen kommt. Ich kann dir raten, bei jeder Massage dir einen Punkt zu merken und den in den Alltag mitzunehmen und zwischendurch zu massieren. Das führt nämlich dazu, dass du irgendwann alle Punkte auswendig kannst und diese Massage zwischendurch einmal durchführen kannst. Und wenn schon nicht die ganze, dann zumindest zwischendurch 2-3 Punkte massieren. Wenig ist besser als nichts. Das gilt auch für Gesichtsyoga. Zwischendurch einmal ein paar Griffe im Gesicht zu machen, ist besser als gar keine Massage zu machen, beziehungsweise als alle 2 Wochen mal die ganze Massage, weil du sonst nicht dazu kommst. Und es ist immer gut, diese Dinge einfach in den Alltag einzubauen. Dann stehst du einmal an der roten Ampel und massierst nebenbei den Punkt gegen die Krähenfüße, wenn das dein Anliegen ist und so weiter. Aber trotzdem versuche, zumindest 3-mal in der Woche dazu zu kommen. Du kannst auch nur bestimmte Punkte mitnehmen und dein Gesichtsyoga-Programm damit ergänzen. Fühle dich frei, mit diesen Dingen ein bisschen zu experimentieren. Und ich habe euch versprochen, dass ich euch mit dem Roller auch etwas zeige. Zum einen kannst du den gerne einfach für eine bessere Durchblutung nehmen in den Bereichen, wo du das Gefühl hast, da brauchst du es. Die traditionelle chinesische Medizin sagt, Blut ist das Pferd, auf dem Qi geritten kommt. Das heißt, wo kein Blut, da keine Energie. Also fühl dich frei, mit dem herumzumassieren. Und wenn es um die Meridiane geht, nehmen wir zum einen die 2 Äste des Magenmeridians, die hier so verlaufen. Das ist der eine Ast. Und der andere ist in der Mittellinie unter dem Auge. Der Magenmeridian zerteilt sich hier und du merkst auch schon, wie dass meine Haut rot wird. Der Roller ist wirklich super. Und du kannst an dieser Rüte zum Beispiel auch erkennen, wo du zu wenig Energie hast. Also wenn die Haut rot wird und dann, so wie bei mir hier unten, zieht der Körper die Energie gleich wieder nach innen, dann weißt du, hier sollst du nachmassieren, weil hier geht Energie ab. Ja? So kannst du erkennen, wo du eventuell so eine Art Energieleere im Gesicht hast. Der 2. Meridian, der sich für diese Massage eignet, ist der hier. Einfach von der Nasenspitze nach oben massieren. Das ist die Verlängerung des Meridians, von dem wir den Akupressurpunkt hier gehabt haben. Da fließt die Energie dann weiter nach oben. Kannst gerne bis in die Kopfhaut hinein. Man spürt den Roller auch durch die Haare durch, kannst gerne bis zu dem obersten Punkt, den wir da am Ende stimuliert haben, durchmassieren. Du kannst den Roller in unserem Shop kaufen, aber 3 von euch können ihn heute gewinnen. Und wenn du mitspielen möchtest, like dieses Video und kommentiere es, damit ich weiß, dass du mitspielst. Am Montag werde ich 3 Gewinner herauslosen und im ersten Kommentar unter dem Video bekannt geben. Wenn du der Meinung bist, dass wir mehr in unsere Energie investieren sollten als in Botox-Spritzen, teile dieses Video mit deinen Freundinnen. Und ansonsten, meine Lieben, schaut gut auf euch, bleibt gesund und bis bald!